Namaskar. Herzlich willkommen zum Workshop heute. Fermentieren, mein Name ist Julia Lang. Ich habe, falls du schon mal jetzt bei uns warst, bei einem der vorhergehenden Vorträge oder auch dem Workshop, ich habe jetzt sehr häufig fermentierte Produkte empfohlen für unser Immunsystem, für den Darm, für unser Wohlbefinden, auch für unser emotionales Wohlbefinden, um Mangel zu vermeiden. Und damit du da jetzt mal so einen einfachen Einstieg bekommst, das ist wirklich sehr easy, werde ich dir gleich ein bisschen was dazu zeigen, wie du damit anfangen kannst. Und ich erzähle dir dieweil dann auch noch ein bisschen was über die Hintergründe. Ich würde jetzt einfach erstmal anfangen und dir zeigen, was wir so brauchen. Natürlich habe ich meine Hände gewaschen, eben als ich das Wasser geholt habe. Fangen wir mal mit dem Wasser an. Idealerweise ist das reines Wasser. Also je nachdem, wo du lebst, musst du gucken, wie belastet ist dein Wasser. Ich empfehle sowieso immer nur Leitungswasser gefiltert zu trinken. Habe ich ja auch schon erwähnt, also gerne mit Umkehrosmose oder destilliert. Das ist jetzt teilweise beim Fermentieren gar nicht so hilfreich, weil Mineralien die Fermentation unterstützen, also zum Beispiel beim Wasserkefir. Da haben wir hier ein Problem, da kommen wir dann noch drauf. Ich gehe im Seminar dann beim Food as Medicine, da gehe ich noch näher auf andere Fermentationsgeschichten ein, auch Wasserkefir. Also hier jedenfalls auf jeden Fall gefiltertes Wasser, und wenn du auf der sicheren Seite sein willst, dann kochst du das ab. Also du kochst es ab und lässt es dann wieder kalt werden. Ja, besonders wenn du irgendwie ein Milieu hast, wo Sachen sehr gerne schnell schlecht werden. Ist wirklich unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo man lebt, passiert das schneller. Ich koche es nicht ab. Also ich nehme einfach gefiltertes Wasser für meine Sachen und das funktioniert wunderbar. Noch ein ganz wichtiger weiterer Bestandteil ist Salz, und da empfehle ich Steinsalz. Auch Himalaya-Salz ist möglich, das ist auch ein Steinsalz. Wir haben im Steinsalz bzw. im Himalaya-Salz unglaublich viele Spurenelemente. Deswegen macht man damit zum Beispiel auch die berühmte Salzsohle, von der ich auch sehr viel halte. Und wir machen uns hier quasi auch so eine Art Salzsohle beim Fermentieren und haben eben diese wichtigen Spurenelemente mit in unserem Fermentationsprodukt. Bitte kein konventionelles Salz benutzen. Konventionelles Salz ist einfach Natriumchlorid, extrem reduziert. Also wenn wir in so einem Steinsalz haben wir 80, 90 verschiedene Spurenelemente. Das haben wir alles nicht im Natriumchlorid. Dann sind da Sachen zugesetzt wie Jod und Rieselhilfen und so weiter. Also das ist wirklich giftig. Bitte kein normales Speisesalz verwenden. Beim Wasser ist auch ganz, ganz wichtig, also wir haben das ja jetzt hier nicht, aber wenn man zum Beispiel in Amerika, in den USA, ist das Wasser geklort. Wenn wir Chlor im Wasser haben, dann können natürlich keine Mikroorganismen wachsen, was wir ja hier befördern wollen. Gut, das jetzt dazu. Dann habe ich gewählt Weißkohl. Man kann da auch sehr gut Chinakohl nehmen. Ich nehme super gerne auch eine Mischung aus Chinakohl und Möhre. Und hier habe ich jetzt aber den Weißkohl, weil ich hatte keinen Chinakohl gerade. Aber das geht genauso gut. Und das habe ich auch hier schon vorbereitet. Das habe ich am Montag angesetzt. Wir werden uns das gleich mal ein bisschen näher anschauen. Genau. Also das ist eben jetzt einfach nur Möhrenstiftchen mit Kohl, relativ fein geschnitten. Je feiner wir das machen, umso leichter haben es die Mikroorganismen, dann da sich anzusiedeln. Denn wir wollen ja hier eine Milchsäuregärung induzieren. Und die Milchsäurebakterien, die mögen eben tatsächlich auch Salz, wahrscheinlich auch wegen der Mineralien. Und das Salz, das konserviert dann unser Produkt auch. Das brauchen wir unbedingt dafür,
Wobei es gibt auch Möglichkeiten, ohne Salz zu fermentieren. Das ist aber ein anderes Feld. Ich schätze Steinsalz in kleinen Mengen. Ich weiß, dass es andere Ansichten gibt. Wir können da auch noch mal drauf gucken bei Food as Medicine, falls du Lust hast, dabei zu sein. So, das werden wir hier gleich zusammen einfach, beziehungsweise ich und du darfst zuschauen. Oder du kannst natürlich auch super gerne mitmachen, wenn du dir das Video einfach später nochmal anschaust, ne, und dir die Zutaten dann einfach besorgst. Aber es ist so easy, dass du es dir auch behalten wirst, wenn du es jetzt einmal gesehen hast. So, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist frischer Ingwer in Verbindung mit Möhre. Das ist halt auch so eine klassische Kombination, die einfach super lecker schmeckt. Und wir haben dann auch noch die ganzen tollen Eigenschaften des Ingwers, jetzt auch für das Immunsystem zum Beispiel und für unseren Darm. Und also Ingwer ist ja auch sehr, sehr gut erforscht, genauso wie hier eine andere wunderbare Knolle, die nicht ganz so bekannt ist. Das ist das Kurkuma. Ja, das werden wir beides mit in unser Fermentationsgut geben. Und haben damit nochmal eine ganz extrem tolle Wirkung auf die Gesundheit. Die sind auch beide entzündungshemmend. Und natürlich sind auch die Milchsäurebakterien, beziehungsweise die Milchsäure, die auch mitkommt, das wirkt sehr entzündungshemmend auf unseren Darm. Ich hatte ja bereits, ich glaube, im Darmvortrag auch erwähnt, dass diese fermentierten Lebensmittel eine unglaublich große Hilfe sind, um den Darm zu sanieren. Also bei einer einfachen Darmsanierung empfehle ich immer, fermentierte Gemüse mit einzubauen. Ja. Und zwar gerne einmal am Tag, auch mehrmals am Tag, wenn man sich so langsam dran gewöhnt hat. Wenn der Darm jetzt geschädigt ist, ja, es gibt viele Menschen mit Histaminintoleranz zum Beispiel, die haben dann auch Angst, Fermentiertes zu essen und die dürfen auch tatsächlich da sehr achtsam und langsam dran gehen. Wenn sie erstmal nur eine Gabel zum Beispiel nehmen, ja, oder auch so ein bisschen von dem Saft und das so langsam steigern, wie das gut vertragen wird, dann kann sich der Darm erholen. Ganz häufig sehen wir eine Fehlbesiedelung des Darms, SIBO heißt das. Und das heißt, der Darm ist überwuchert von zum Beispiel Pilzen und auch Bakterien, die uns nicht förderlich sind. Wenn wir jetzt so nach und nach eben die Milchsäurebakterien da wieder einführen, dann nehmen die den Platz einfach, ja. Und ich halte zum Beispiel sehr wenig davon, Candida-Pilze jetzt massiv zu bekämpfen. Candida ist oft so ein Problem, ne, dass es überwuchert und dann mit seinen Stoffwechselprodukten unser System auch wieder vergiftet. Wenn wir jetzt diese Candida-Pilze einfach töten, das wird leider auch in der Naturheilkunde gerne gemacht, auch von meinen Heilpraktikerkollegen empfohlen, Nystatin zum Beispiel. Dann erstens mal ziehen sich die Pilze teilweise zurück in die Darmschleimhaut und können so ins Blut gelangen, was überhaupt keine gute Idee ist. Also es ist ein kleiner Teil, ein großer Teil wird getötet und interessanterweise binden Candida-Pilze auch Schwermetalle. Also in einem System, wo Pilze sehr stark überwuchern, müssen wir immer schauen, gibt es eine Schwermetallbelastung und erstmal da ansetzen, weil auch der Pilz, genauso wie die Bakterien und die Viren, sind eigentlich nicht unsere Feinde. Denn unser Mikrobiom, also diese Gesellschaft von unendlich Milliarden von Mikroorganismen, die setzt sich zusammen aus Bakterien, Viren und Pilzen. Die gehören auch dazu und auch sogar auch noch anderen Parasiten. Also wenn wir jetzt mit der chemischen Keule da draufhauen, haben wir nichts gewonnen, weil wir damit auch andere wichtige Mikroorganismen zerstören. Dann ist das hier eine wesentlich elegantere Methode. Also wir führen Milchsäurebakterien ein, die uns eben sehr wohlgesonnen sind, die unser Immunsystem unterstützen und die von daher die anderen uns nicht förderlichen Organismen quasi ersetzen und wieder für ein
uns zuträgliches Darmmilieu sorgen. Das merken wir dann auch am Stuhlgang, das merken wir an unserem Befinden, das merken wir daran, dass Blähungen und all diese Dinge, Verstopfung, Durchfall, dass das alles aufhört. Ja? Und deswegen langsam anfangen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Riesenportion Sauerkraut von heute auf morgen jeden Tag isst, kann das auch eine sehr ungute Wirkung haben. Ne? Dann entwickeln Menschen oft Blähungen und solche Dinge. Langsam anfangen und dann steigern. Genau, so das dazu. Dann haben wir hier noch ein paar schöne Sachen, die ich euch zeigen möchte, was man mit reinmachen kann, gut in so ein Gärgut. Das ist zum Beispiel hier sowas, Kombu-Algen. Ne? Die, wenn man hier so ein Stück nimmt, sowas kann man sehr gut am Tag verzehren. Es darf, also das ist so die Empfehlung für mein Dafürhalten, darf es auch etwas mehr sein. Da muss man aber selber eben drauf achten. In so ein Glas kann man mehrere Stücke reinmachen mit und dann eben immer nur eins am Tag essen. Ja, das wäre die Empfehlung, genau. Da haben wir natürlich das seltene Jod. Das hier ist jetzt auch eine Braunalge, die eben sehr viel Jod hat, also von daher nicht übertreiben. Ich hatte ja schon erwähnt, dass man zum Beispiel, dass man Rotalgen mehr verzehren kann und eben die Braunalgen weniger. Ja, hier, also ich habe hier eben für euch ein paar Dinge bereits vorbereitet, die habe ich am Montag angesetzt, ja, und zwar auf etwas verschiedene Art und Weise. Die sind beide mit Salz und Wasser angesetzt. Man nimmt etwa 5 bis 10 Gramm pro Liter Wasser. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen grob gehalten. Auch Löffel sind unterschiedlich groß. Ihr müsst es da nicht ganz so genau nehmen. Also mindestens 5 Gramm auf 1 Liter Wasser würde ich empfehlen. Es darf aber auch etwas mehr sein. Je mehr Salz ihr habt, desto besser wird es konserviert. Aber man sollte natürlich auch nicht zu viel Salz zu sich nehmen. Schau einfach, was so für dich passt. Und hier, ich zeige dir jetzt mal, was passiert, wenn man fermentiert, jetzt schon nach 3 Tagen. Ne, wenn du mal siehst, ich schüttel das jetzt mal ein bisschen und dann siehst du hier die Bläschen, die da aufsteigen. Ja, sieht man die? Hier. Also man sieht, hier kommen kleine Bläschen nach oben. Ich glaube, ich muss das nochmal einmal so ganz umdrehen. Da, jetzt sieht man sie. Ne? Ja, das ist CO2, was da entsteht. Es entsteht eben CO2 und es entsteht Milchsäure. Und man riecht das auch jetzt schon ganz doll. Wir haben eben dran gerochen. Das ist schon sehr, sehr lecker gesäuert. Und das passiert von ganz alleine. Also einfach nur, wenn du das mit Wasser und Salz ansetzt. Du siehst jetzt hier, so sollte es nicht sein. Das ist jetzt durch das Schütteln eben so entstanden, dass unser Gärgut jetzt oberhalb der Flüssigkeit gelandet ist. Das muss auf jeden Fall unterhalb der Flüssigkeit sein. Ne? Und das geht, wenn das ganz voll ist. Ich habe hier schon so ein bisschen geklaut. Genau. Und ich mache immer so ein bisschen Salz noch so obendrauf. Das, ja, das ist eine Spezialvariante. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Aber das ist jetzt so ein Schnellding, ne? Also, wenn ich das auf diese Weise ansetze, dann kann ich jetzt zum Beispiel schon nach 4 Tagen ein super gut gesäuertes Gemüse essen. Ansonsten dauert es so etwa eine Woche, ja, wenn man es anders ansetzt, so wie wir es gleich machen hier in diesem Glas. Das erkläre ich dann noch. Also hier verfahre ich so, dass ich das aufschütte mit Wasser. Wir werden das gleich eben zusammen machen. Und dann einfach Salz ein bisschen oben drüber gebe. Und das hier, das rühre ich tatsächlich jeden Tag einmal kurz um. Es hat den Nachteil, dass das Ganze mit Sauerstoff in Berührung kommt, also nicht so lange haltbar ist. Ne? Diese Version, die darf wirklich schnell verzehrt werden. Das kann ich aber auch ganz gut. Also das hält sich normalerweise nicht so sehr lange.
Wenn wir jetzt auf Vorrat produzieren, das heißt, wir haben Überschüsse, ne, zum Beispiel aus unserem Garten oder ich habe jetzt auch gehört von Gärtnern, von Bioproduzenten, also das finde ich eine ganz tolle Sache, dass nichts weggeschmissen wird einfach. Der hat sich dann zusätzlich so ein zweites Standbein für den Winter aufgebaut und alles, was er überflüssig hat an Ernte, fermentiert er. Wie großartig ist das denn? Ne? Also das ist für mich auch wieder so etwas im Sinne der Permakultur, dass wir eine Sache haben, die auf ganz viele Bereiche positiv wirkt. Also die wir in verschiedenen Bereichen quasi positiv einsetzen können. Für unseren Darm, für unsere Gesundheit und auch dafür, dass eben nichts weggeworfen wird. Ja, und dass wir im Winter sehr gesundheitsförderliche Gemüse auch einfach haben. Genau. So. Genau, das ist jetzt diese Variante. Und ich liebe auch diesen Saft. Ja, wie gesagt, ist hier jetzt Salz drin, aber ich halte das relativ gering, dadurch, dass ich nur kleine Mengen oben drauf mache, damit das nicht verkeimt. Ich habe nicht von Anfang an ganz viel Salz da drin. Ja. Da könnt ihr selber mal spielen einfach. Wie funktioniert das für euch? Da lege ich jetzt auch den Deckel einfach nur so drauf, dass eben keine Essigmücken rein können. Und wie gesagt, diese Variante hat Sauerstoff. Das heißt, verdirbt wesentlich schneller. Genau. Was auch eine tolle Möglichkeit ist, dass man auch bei dieser Variante das Gärgut beschwert. Und vielleicht könnt ihr das schon erkennen, was das da jetzt ist, womit ich beschwere. Man kann auch mit Glassteinen, ist so der Klassiker, dass man mit Glassteinen beschwert. Aber tatsächlich hatte ich die Idee, das einfach mit so einem tollen Amethyst zu machen. Quarze sind halt sehr säurebeständig. Man muss dann natürlich einen Stein nehmen, der nicht durch Säure aufgelöst wird. Das zerstört erstens das Gärgut und natürlich auch den Stein. So, und jetzt haben wir eben auch diese tolle Wirkung des Amethysts. Seine energetische Wirkung haben wir auch noch mit in unserem Gärgut. Also das finde ich super schön. Es eignen sich da auch so die Klassiker für die Wasserenergetisierung, zum Beispiel Bergkristall und Rosenquarz sehr gut. Das sind alles Quarze, ne, die eben nicht angegriffen werden. Und wir haben jetzt dadurch den Effekt, dass unser Gärgut auf jeden Fall gut unterhalb der Oberfläche bleibt. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen hoch. Und wenn ihr hier mal schaut, das sind jetzt so Selleriestifte und Möhrenstifte, die ich hier gemixt habe. Ich finde, das sieht auch super schön aus. Das macht sich auch immer super toll auf dem Tisch, auf dem Teller. Also ich liebe das einfach. Und wenn ihr mal die Farbe hier dieser Flüssigkeit anschaut, das sind eben Polyphenole, das sind Anthocyane, die wir auch ganz viel hier im Rotkohl haben. Ne? Das ist die gleiche Familie, die uns unglaublich gut tut. Ja, also das ist reine Medizin und lecker. Also das ist jetzt eben so eine andere Variante. Und diese Variante kann man eben auch so machen, hier in so einem klassischen Glas mit Gummi. Da ist es so, dass das dann sauerstoffgeschützt ist, ja. Das ist anders als bei dieser Variante, wobei man das hier auch zudrehen kann. Und ihr seht auch, dass es ist nicht ganz voll. Also auch wenn wir hier dieses Schraubglas ganz zudrehen, wird wahrscheinlich nichts passieren. Das ist aber auch wirklich nur wahrscheinlich. Also es gibt auch Unfälle. Ne? Wenn man das nämlich jetzt zudreht, dann kann ja tatsächlich, können die Gase, die Kohlensäure, die kann nicht entweichen. Deswegen ist es auch gut, sowas auf ein Tellerchen zu stellen. Dann kann auch so, wenn ein bisschen was rauskommt, dann kann das eben da drauf tropfen. Und es gibt aber auch Explosionen, tatsächlich selten, aber das kann passieren, wenn das zu voll ist und so ganz doll viel Kohlensäure entsteht, dann kann auch mal ein Glas platzen. Das ist jetzt hier seltener als bei sowas wie Wasserkefir, zum Beispiel, wenn man es zu voll macht. Hier ist es so,
Die Besonderheit an dieser altbekannten Variante ist, dass hier tatsächlich Gase austreten können über den Gummi. Es kommt kein Sauerstoff rein, aber wenn eben zu viel Druck da ist, dann geht der über den Gummi raus. Finde ich eine super großartige Möglichkeit, die wir auch gleich nutzen werden. Ja, vorab zeige ich euch nochmal ein kleines Experiment. Also ich liebe es auch, Experimente zu machen. Das passiert irgendwie ganz automatisch, wenn man mit diesen tollen Dingen unterwegs ist. Ich hatte hier jetzt noch Sojamilch, die ich nicht so häufig verwende. Und bevor die mir jetzt eben schlecht wird, habe ich sie ein bisschen geimpft hier mit Saft von meinem Gärgut. Wie gesagt, das ist erst Montagabend angesetzt. Heute ist Donnerstag. Das sind jetzt noch keine 3 Tage. Und man sieht vielleicht auch schon hier die Konsistenz. Das wird schon ein bisschen dicker. Und es riecht auch schon sehr säuerlich, haben wir eben auch schon getestet. Und ich habe da einfach auch so ein paar Stücke von dem Gemüse mit reingemacht. Und dann werde ich daraus einen leckeren Dip mixen. Spätestens morgen ist der dann soweit. Also solche hübschen Sachen kann man einfach auch ausprobieren. Genau. Was ich auch gesehen habe, was ich sehr schön fand, war so eine Variante fürs Beschweren. Da hat dann jemand eben diese Quarzkristalle in ein Baumwollsäckchen, natürlich bio unbehandelt, getan. Die Baumwolle wird auch nicht angegriffen. Die färbt allerdings bei sowas hier. Das färbt tatsächlich auch die Baumwolle. Aber dieses Säckchen, da kann man dann auch kleine Steinchen nehmen und das richtig schön so abdecken damit. Das hält es auch nochmal sehr gut unten. Ist auch eine super tolle Idee, finde ich. Und je nachdem, was für Quarzsteinchen man nun da reintut, dann hat man auch wieder diese energetische Wirkung, wobei Quarz immer sehr ordnend wirkt. Also Quarze sind sehr, sehr gut für uns, besonders auch Bergkristall, weil der sehr viel Ordnung in unser System bringt. Und das machen übrigens diese Fermente auch schon per se. Die haben ordnende Funktionen in unserem Körper, weil sie sehr viel Biophotonen mitbringen, weil sie sehr viele Enzyme mitbringen, weil sie ganz, ganz viele Stoffe mitbringen, die einfach uns helfen, sozusagen wieder in die natürliche Ordnung zu kommen. Yes, so. Dann schreiten wir doch einfach mal zur Tat. Und zwar, also wir machen jetzt hier in unser Gärgut gleich einfach so ein bisschen Kombu mit rein, ein bisschen Ingwer und ein bisschen Kurkuma. Und zum Kurkuma hole ich dann gleich noch ein bisschen schwarzen Pfeffer. Weil bitte Kurkuma immer mit schwarzem Pfeffer vereinen. Ich glaube, das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass das Piperin eben dafür sorgt, dass das Kurkumin extrem in seiner Wirkung verstärkt wird. Ja, also wichtig, Biogemüse, sehr gerne aus dem eigenen Garten, da vielleicht auch, könnt ihr auch einfach mal ein paar Versuche starten, immer sehr gerne samenfeste Sorten, habe ich auch im letzten Vortrag erwähnt. Es ist was ganz anderes, ob wir samenfeste Sorten haben, die sich selbst fortpflanzen können. Die haben einen ganz anderen Gehalt an Nährstoffen und auch an Lebenskraft, an Biophotonen, die übrigens hier auch sehr stark entstehen, interessanterweise. Und diese Milchsäurebakterien, die sind halt lebendig und die können sogar so etwas Totgekochtes, was ja Sojamilch ist, ne? Das sind ja einfach die gepressten Sojabohnen und das ist gekocht. Und das ist sozusagen wiederbelebt. Also das heißt, es hat wieder Lebenskraft, es hat Biophotonen. Genau. Und diese samenfesten Sorten aus biologischem Anbau, die haben viel, viel mehr Kraft und Inhaltsstoffe als eben Hybride. Na, ihr seht, ich mache das hier relativ
relativ fein und es ist übrigens sehr gut, auch beim Schneiden, gute Energie in das, in unsere Nahrung zu bringen. Und jetzt mache ich mal hier, bevor das zu spät ist, oder wir können dafür noch ein bisschen größere Blätter noch ab, das zeige ich euch dann gleich, wofür. Das ist nämlich auch so eine Variante, wie man das beschwerender unterstützen kann. Also noch ein bisschen. Wie gesagt, ihr könnt euch so im Hinterkopf behalten, 5 bis 10 Gramm Steinsalz, Himalaya-Salz auf 1 Liter Wasser, je nachdem, wie viel Wasser ihr eben benutzt, passt ihr das an. Ja. Es sollte auf jeden Fall so viel Wasser sein, dass das Gärgut unterhalb der Wassergrenze ist. Je feiner wir das schneiden, desto leichter können die Mikroorganismen unser Gärgut dann einfach auch verarbeiten. Ich mag aber auch eben, wie gesagt, hier so kleine Stiftchen, weil ich das einfach super lecker finde. Und das geht eben auch mit dieser Methode, die ich eben beschrieben habe, relativ schnell. Wenn wir das jetzt mit einer anderen Methode machen, dann braucht das ein bisschen länger. So, das haben wir jetzt hier schon schön fein. Natürlich kann man so etwas auch mit einer Maschine machen, aber mit einer Maschine hat man dann auch Maschinenenergie in seiner Nahrung. Und wenn wir ganz achtsam, bewusst, gerne mit guten Gedanken das hier herstellen, dann hat das natürlich auch diese Energie. So, jetzt nehmen wir Möhrchen, die mache ich gerne in solche Stifte. Die schäle ich auch nicht, aber wo ich jetzt dunkle Stellen habe, das mache ich dann ganz gerne ab. Einfach nur, müsste man auch nicht. Also hier sind auch, es ist auch gar nicht schlecht, wenn so ein klein bisschen Erdereste drin sind. Also wir haben auf den Schalen natürlich, wenn die nicht zu doll gewaschen sind, was viele, die meisten Sachen sind, die wir so kaufen, also wenn wir das selber aus dem Garten holen, dann kann man das wirklich einfach nur abwischen und dann haben wir das Ideal, ne? Dann haben wir eben die Mikroorganismen aus unserem Garten, denn unser Garten, ja, wenn du einen Garten hast oder auch nur einen Balkon mit ein paar Kräutern oder auch Wildkräutern gerne auf dem Balkon, dann verbindet sich das Mikrobiom des Gartens mit deinem Mikrobiom. Das heißt, der Garten schenkt dir genau das, was du brauchst, weil er kennt dich. Deswegen ist auch nicht mit Gummihandschuhen arbeiten oder so, sondern wirklich Berührung mit der Erde. Das heißt, es findet da ein Austausch statt. Und das heißt, es wird in deinem Garten genau das wachsen, was du brauchst. Das ist wunderschön. Es siedeln sich übrigens auch meistens die Heilkräuter in unseren Gärten an, die wir brauchen. Das ist ganz spannend, ne? Also das habe ich auch schon von vielen Menschen bestätigt bekommen, dass plötzlich irgendwelche Heilpflanzen in ihrem Garten aufgetaucht sind, die vorher nicht da waren und die dann auch nach einer gewissen Zeit wieder verschwunden sind. Und bei mir war das zum Beispiel mal, das fällt mir jetzt auch gerade noch mal auf, das war in einem Jahr das Franzosenkraut. Das Franzosenkraut hatte meinen Balkon erobert. Und ich habe gedacht, was ist denn jetzt? Also das, und dann habe ich halt nachgeguckt und erfahren, dass das Franzosenkraut sehr viel Eisen hat. Und in dieser Zeit war ich auch recht müde und habe dann auch reichlich von diesem Franzosenkraut genossen und natürlich von der Brennnessel fürs Eisen. Und dann war das wieder gut und das ist auch nicht wiedergekommen. Jetzt, dieses Jahr habe ich überhaupt kein Franzosenkraut auf dem Balkon, interessanterweise. Dann kannst du auch mal bei dir gucken,
was kommt so zu dir, wenn du es eben lässt, also wenn du da auch Bereiche in deinem Garten lässt, wo sich einfach was ansiedeln kann, dann ist es sehr gut, das auch zu verwenden. Der Giersch ist nicht umsonst in so vielen Gärten unterwegs. Ne? Das ist das Rheumakraut schlechthin. Das ist eine unserer Volksseuchen. Die Leute sollten den Giersch mal lieber essen. Und die Brennnessel genauso, ist übrigens auch antirheumatisch. Ja? Neben diesem unglaublichen Reichtum an Mineralstoffen und auch an Vitamin C. So, also du kannst natürlich hier diese Mischung so machen, so variieren, wie das für dich passt. Du kannst auch die Möhre raspeln. Du kannst das alles hier auch noch viel feiner machen, als ich das jetzt mache. Das ist jetzt so mein, wie ich das gerne mag. Genau. Ja. Was natürlich auch noch eine tolle Geschichte ist, je mehr wir wieder ins Selbermachen kommen, desto autarker werden wir. Also wir werden unabhängiger, was ich unglaublich toll finde. Also wenn du es irgendwie hinkriegst, vielleicht im Zusammenschluss mit anderen irgendwo ein Stück Garten zu mieten oder sowas, dann kannst du dich tatsächlich eben mit diesen fermentierten Geschichten auch sehr gut über den Winter versorgen, ja, wenn du einfach keine Ernte hast oder wenig Ernte, weil Wildkräuter finden wir zum Beispiel auch noch etliche im Winter. Ja. Vieles ist da sogar noch unter der Schneedecke unterwegs. Dann haben wir so Sachen wie Brombeerkräuter und so, damit können wir das Ganze auch noch aufwerten. Ich möchte davon abraten, Wildkräuter zu fermentieren. Wer schon mal Brennnesseljauche angesetzt hat, weiß warum. Also ihr könnt das mal ausprobieren, aber ich würde es nicht mischen mit wertvollen anderen Sachen. Also das geht eben dann so in Richtung Jauche. Was man super gut machen kann, ist hier auch noch so Küchenkräuter mit reintun, wie Thymian oder Rosmarin oder sowas. Das geht sehr, sehr gut. Oder eben alle möglichen Gewürze auch, was ihr da gerne habt. So. Das Glas ist gegebenenfalls ausgekocht, auch hier wieder, wenn du auf der sicheren Seite willst, genauso wie dein Wasser. Das muss aber auch nicht sein, es sollte aber gut sauber gespült sein, innen und außen. Ne? Und jetzt geben wir hier mal unser Gärgut rein, ach, beziehungsweise es fehlt uns ja noch ein bisschen was. Wir geben das jetzt trotzdem mal rein, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Genau. Und bei allem, was du tust in der Küche, gerne achtsam sein, ja, gerne dir deiner Energie bewusst sein. Ich glaube, ich habe an anderer Stelle auch schon mal erzählt, dass es Ashrams gibt, in denen nur die höchstentwickelten Schüler in die Küche dürfen. Also es wird dann vom Abt entschieden, wer so weit ist, dass er damit beauftragt wird, wirklich die Nahrung für die ganze Gemeinschaft herzustellen. Wie schön ist das denn? Ne? Also, und dann kann man eben davon ausgehen, dass da in der Küche dann auch die entsprechende Energie herrscht. So, ist auch schön, Rituale in der Küche zu machen, vor Beginn der Herstellung, ja, und einfach gute Energie da reinzugeben. Jetzt haben wir hier, kurz erkläre ich hier mal noch eine andere Variante, die wir jetzt an dieser Stelle allerdings nicht ausführen werden, aber nur, dass ihr das schon mal gesehen habt. Genau, ich will jetzt nicht zu viel Werbung fürs Seminar machen, aber im Seminar werden wir das dann ein bisschen näher beleuchten. Also wenn man jetzt ohne Wasser gären will, dann stampft man. Ja, man würde das jetzt schön einstampfen, dass man das auch in kleineren Mengen jetzt erstmal einfüllt und dann stampft, dass so ein bisschen Saft austritt und das dann immer mit Lagen von Salz mischen. Und man nimmt da 2% Salz, das ist dann schon ordentlich, ne, auf das Gärgut.
Und dann guckt man, dass das am Ende wirklich auch bedeckt ist wieder von dieser Flüssigkeit, die dann austritt. Und auch das beschwert man am Ende wieder, genau, damit das auch so bleibt. Das hält sich dann super lang, ne, weil es hat auch eben kein Wasser. Das ist eine Variante, das ist die Sauerkraut-Variante, ne, die man dann eben auch monatelang haltbar machen kann dadurch. Das geht aber auch bei unserer Variante jetzt hier mit diesem Gummi. Das hält sich schon sehr lange. Genau. Also, so, wo waren wir? Genau. Ich fülle mal hier den Rest noch ein. Die Menge müsst ihr einfach gucken, nach Glas anpassen. Ne, wie gesagt, gerne so, dass ein bisschen Platz auch ist, damit das die Flüssigkeit oben drüber ist. Wenn ihr jetzt Kräuter und sowas reinmacht, dann macht die gerne unten drunter, weil sonst schwimmen die eben gerne nach oben. So, jetzt nehmen wir noch ein wenig Kurkuma. Da haben wir jetzt auch mal wieder hier noch so einen super Farbstoff, ne, den Kurkuma hat. Da würde ich schon ein bisschen die Schale abmachen. Kann man aber auch mitnehmen, aber da sind auch immer mal so Stellen dann drunter, die ich nicht unbedingt mit reinnehmen möchte. Ein bisschen Schale kann dranbleiben, weil auch da haben wir wieder Mikroorganismen. Und das ist jetzt auch dir natürlich überlassen, ob du das ganz klein machen möchtest. Du kannst es auch reiben. Ja, ich mache gerne auch hier Stiftchen, die kann ich dann gegebenenfalls auch rausholen, wenn ich möchte. Und bei Ingwer das Gleiche. Auch die Menge, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren. Ich mache jetzt keine zu große Menge rein, man kann wesentlich größere Mengen reinmachen. Und dann gibt es auch Varianten, zum Beispiel Kimchi. Kimchi wird gerne mit Knoblauch und Zwiebeln gemacht, was wir yogisch jetzt natürlich dann nicht machen würden. Aber wenn wir das zum Beispiel auch mal für die Gesundheit einfach nur machen, dann ist Knoblauch auch eine sehr gute Sache zum Fermentieren. Das gibt halt ein Wahnsinnsaroma dann einfach. Ich habe kürzlich ein Kimchi geschenkt bekommen. Das war unglaublich. So. Jetzt haben wir hier so was Hübsches und ich hole gerade eben noch ein bisschen Pfeffer. Genau. Dann nehme ich auch gerne eben ganze Pfefferkörner. Die kann man ja dann gegebenenfalls auch rausnehmen. Auch Pfeffer an sich ist schon ein Heilkraut par excellence. Jetzt können wir hier zum Beispiel mit so einem Kohlblatt das Ganze gleich auch abdecken und runterdrücken und dann beschweren, ne? Deswegen habe ich die hier jetzt auch mal dazu genommen. So, wir werden nicht. Also wir mischen hier jetzt mal Salz rein, das werden jetzt so 0,75 etwa. Das werden wir jetzt nicht alles brauchen. Aber wir machen hier jetzt mal so einen Teelöffel Salz rein. Ein Teelöffel ist ungefähr 5 Gramm. Ja? Wenn man den häuft, dann ist es natürlich, kann es fast das Doppelte werden. Also muss man immer aufpassen. Und jetzt machen wir noch so ein bisschen mehr. Dann passt es schon. Einmal umrühren. Also das darf dann gut aufgelöst sein. Ja, und unser Stück Kombu tun wir auch noch dazu. Vielleicht auch noch eins. Ja, dann kriegen wir so ein bisschen Meerescharakter noch. Muss man nicht machen. Aber es ist eine tolle Möglichkeit,
dass auch das dann zum Beispiel auch roh gut verzehren zu können, ne? Und für Jod, für die Jodversorgung zu sorgen. Also Jod wird unterschätzt. Jod brauchen wir wirklich, jede unserer Zellen braucht Jod. Und viele Menschen haben leider einen Mangel an Jod, ne? Das wirkt sich sehr schlecht auf unser Immunsystem auch aus. Ja? Jetzt geben wir das Ganze hier drüber. Ja, machen das schön so, dass alles gut bedeckt ist. Und jetzt können wir eben hier mit unserem Kohlblatt, das störe ich ein bisschen weg, das ein bisschen runterdrücken. Das blubbert jetzt schon. Dass wir das Gärgut gut unterhalb der Flüssigkeit haben. Also mit den Fingern möglichst nicht so richtig da reingehen, dann können wir lieber sowas nehmen. Und dann nehmen wir zum Beispiel unseren Stein und diese störrischen kleinen Pfefferkörner, die nehmen wir einfach raus. Ja, die sollten tatsächlich eben nicht mit der Luft, nichts sollte da mit der Luft in Berührung kommen. Ja, jetzt haben wir das hier wunderbar gesichert. Machen zu. Ja, dann haben wir hier einen Schatz. Ein wirklich großartiger Schatz, der schon in etwa 6 Tagen verzehrfertig ist, den du aber auch ganz, ganz lange aufheben kannst und der deinem ganzen System sehr, sehr gut tut. Voilà! Ja, und wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr in Bezug auf gesunde Ernährung zu erfahren. Vom 8. bis 10. Mai gebe ich ein Seminar zusammen mit Dr. Devendra. Da wird es jetzt weniger um solche Dinge gehen, aber um ayurvedisch-vegane Köstlichkeiten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und auf mein neues Seminar Food as Medicine, wo wir noch tiefer hier in diese ganze Thematik einsteigen. Wie kann denn Nahrung unsere Medizin sein? Ja, schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und möge der goldene Regen des Segens dich begleiten.